Wenn Sie ein Tafelbild an einer digitalen elektronischen Tafel erstellen, wobei es hierbei egal ist, ob es sich um einen Beamer handelt oder um ein Display, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tafelbilder durch Abbildungen deutlich aufzuwerten. Dies kann sowohl während des Unterrichts geschehen, als auch in der Unterrichtsvorbereitung. Beispiel: Sie haben einen Unterrichtsinhalt, der sich in der Mathematik erst während der Unterrichtsstunde entwickelt und den Sie natürlich noch nicht im Vorfeld in Ihr Tafelbild übernehmen wollen. Sie könnten aber auch ein Kunstwerk haben, das Sie natürlich schon im Vorfeld zur Unterrichtsvorbereitung mit in Ihr Tafelbild aufnehmen können. Sie haben möglicherweise Wahlergebnisse, die erst mitten in der Nacht gekommen sind und die sich deswegen nicht am Tag vorher schon einarbeiten ließen. Oder Sie haben ein Video gesehen zum Thema Metalle, hier beispielsweise dann das giftige Quecksilber, das Sie natürlich nicht live mitbringen, aber vielleicht zur Erinnerung mit in das Tafelbild aufnehmen wollen. Für diese Fälle bietet Windows das sogenannte Snipping-Tool. Das finden Sie unter Windows und wenn Sie SNIP eintippen, dann finden Sie es schon. Das Snipping-Tool erstellt sogenannte Screenshots. Über den Button Neu habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Rechteck auszuwählen und auszuschneiden. Ich brauche es jetzt nicht irgendwo zwischenzuspeichern. Ich gehe direkt zurück in mein Tafelbild und füge es da ein, zum Beispiel über die Tastatur mit Steuerung V. Wie es jetzt weitergeht, hängt natürlich ein bisschen von dem Programm ab, das Sie verwenden. Ich verwende hier eine Textverarbeitung, aber das geht natürlich auch in jeder anderen Software so oder so ähnlich. Steuerung V auf der Tastatur funktioniert sehr oft, aber auch über die rechte Maustaste gibt es in aller Regel irgendwo eine Einfügeoption. Würde hier genauso funktionieren, über Neu ein Screenshot von der geometrischen Konstruktion, von der geometrischen Abbildung, die ich eben zeigen will. Kein Zwischenspeichern, sondern direkt zurück ins Tafelbild. Nehmen wir das Metall mal raus und schieben dafür das dahin. Das geht sehr schnell und ist daher auch für den Live-Einsatz im Unterricht geeignet. Das rechteckige Ausschneiden ist der Standardfall, aber nicht immer der beste Fall. Wenn Sie an das Rhinoceros hier denken, da wollen Sie vielleicht nur den Kopf in Ihr Tafelbild bekommen. Und dafür gibt es die Möglichkeit des freien Ausschneidens. Und neu. Und jetzt haben Sie zur Vorbereitung Ihres Unterrichts oder auch live im Unterricht die Möglichkeit, das auszuschneiden. Ich mache das hier mit der Maus. Sie sehen, das geht sehr gut. Keine Zwischenspeicherung. Einfügen und an die gewünschte Stelle schieben. Größe anpassen. Diese Textverarbeitung hier bietet mir auch noch die Möglichkeit, das Bild ein klein wenig nachzuarbeiten. Auch da ist jetzt das konkrete Vorgehen natürlich davon abhängig, welche Software Sie verwenden für Ihr Tafelbild. Eine dritte wichtige Funktion des Snipping Tools ist die Nachbearbeitung des aufgenommenen Screenshots. Ich gehe mal zurück zum rechteckigen Ausschneiden. Neu. Dieser Programmcode ist vielleicht während des Unterrichts entstanden und es geht Ihnen besonders um diese Repeat-Forever-Schleife. Hier haben Sie die Möglichkeit, leichte Nachbearbeitungen vorzunehmen, mit einem Rotstift auf Wichtiges hinzuweisen oder mit einem Textmarker wichtige Begriffe zu markieren. Gelb auf Grün ist jetzt hier so eine Sache. Und ob die Farbe das jetzt hier in diesem konkreten Beispiel wirklich übersichtlicher macht, das überlasse ich mal Ihnen. Auch hier, ganz wichtig, keinerlei Zwischenspeicherung nötig. Sobald Sie fertig sind, gehen Sie zurück in Ihr Tafelbild und fügen das ein. Eine letzte interessante Funktion des Snipping Tools, die ich Ihnen zeigen will, ist die sogenannte verzögerte Aufnahme. Nehmen wir an, Sie haben Wahlergebnisse, über die Sie sprechen wollen und da wollen Sie über Ihren ganz konkreten Kreis sprechen. In meinem Fall wäre das Flensburg. Dann würde ich es schön finden, wenn das hier auch so stünde, dass Flensburg hier dieses Wahlergebnis hatte.
Das geht direkt mit dem Screenshot so erstmal nicht, weil ich es natürlich nicht schaffe, zwischen dem Drücken des Buttons neu bis zu meinem Kreis zu kommen. Hier brauche ich eine kleine Verzögerung. Das kennen Sie vom Fotoapparat. Ich stelle die hier mal auf 3 Sekunden und klicke auf Neu und habe jetzt 3 Sekunden Zeit, hier hinzugehen. Und dann kann ich das aufnehmen, also ein Screenshot aufnehmen. Ich werde hier das mal verbinden mit dem freien Ausschneiden. Und neu 3 Sekunden. Und jetzt kann ich hier Schleswig-Holstein. Oh, jetzt habe ich einen Teil von Sylt abgeschnitten. Die Kollegen von Sylt mögen mir das verzeihen. Jetzt habe ich eben auch diesen Text Flensburg und wer gewonnen hat, da stehen. Wiederum keinerlei Zwischenspeicherung nötig. Ich gehe in mein Tafelbild, würde hier jetzt noch eine transparente Farbe bestimmen und das dann in mein Tafelbild einfügen und selbiges dadurch erheblich aufwerten.